Yes, please. Thanks a lot. Please, we give them more. Allow me please to give you some updates. Hallo Kämpfer und Kämpferinnen, bitte erlaubt mir einige kleine Updates zu geben. But I would like also you to agree with me. It is time for battle. It is time for the real war to go on the front. Whether you agree or not, we are going forward. Action! Action! Yes. Yes. Therefore, they hear English. Come on. Don't leave the space for interpretation. Okay, first. Als erstes bitte ich euch, mir zuzustimmen. Es ist Zeit jetzt, um zu kämpfen. Zu kämpfen für die richtige Welt. Und... Okay, so immediately after the press conference, we are starting our demonstration from here up to the mayor's office. Yeah. Yeah. So that, yeah. Direkt nach dieser Pressekonferenz werden wir eine Demonstration starten zur Bezirksbürgermeisterin, um ihr zu zeigen, dass wir hier sind. And our demand is one. We want her to come out clearly and address the protest. Yes. Unsere Forderung ist ganz klar, dass sie rauskommt und sich direkt an den Protest wendet. Yeah. My brother wants to say something. Mein Bruder will auch was sagen. Only one, then we open for you to question or to add on. But he wants. Yeah. What I want to say, he have already said, but I can make a topic on it. Ja. Was ich sagen will, wurde schon erwähnt. Aber ich will es noch thematisieren. Yeah, actually, the people living here in Oranien Platz, the lamb producer, those that are not lamb producer, we are all refugees asking for the same demand. Yesterday, after the people move in the house, and also the Monica come and trying to make some misunderstanding to close this place, and there is people here, I also here to speak with her, and there is, she's trying to make something on the force. Jan is here, and some people are here also trying to tell her what she's doing. It's not right. This place is not going to be closed. Even you give us all the people, the refugee, the house, that is not the issue. The issue is permit to walk. That is the first thing. So if you give everyone permit to walk, then we can also decide, okay, I can walk to help myself. So you can do what you want to do with the Oranien Platz. Yeah, possibly. But without giving the right to walk, this place is not going to close. Okay. Thank you. Okay. So,
die Menschen hier, ob aus Lampedusa oder Leute, die nicht über Lampedusa gekommen sind, wir haben hier die gleichen Forderungen. Und nach dem Umzug hat Monika hier Missverständnisse geschaffen. Auch wir, als wir das erfahren haben, haben ihr dann gesagt, dass es nicht so geht, dass sie einfach den Platz hier räumt. Selbst wenn sie ein Haus für alle schafft, dann sind unsere Forderungen und unsere Probleme nicht gelöst. Erst wenn sie uns das Recht zu arbeiten geben, dann können sie mit dem Oranienplatz machen, was sie wollen. Erst dann haben wir die Möglichkeit, den Platz zu verlassen, aber vorher werden wir diesen Platz nicht verlassen. We have already taken the house. It belongs to us now. We don't give anywhere. The house is for refugee now. We take the house. We all any refugee. You are welcome to come and sleep there. We are just speaking. We take it and we don't leave the house anymore. It's our place. Yes. Also wir haben eine Anmerkung möchte ich noch machen. Wir haben dieses Haus jetzt bekommen und es ist da. Und es ist für alle Geflüchteten. Alle sind gerne eingeladen zu kommen. Und wir werden dieses Haus nicht wieder hergeben. Thank you. Now we Darf man auch noch Fragen stellen? Okay. Yeah. What's your question? Let them ask questions. The question, please. One statement of Usman, and then we open for question. A short statement, and then we open for question. Okay. Es wird noch ein kurzes Statement von Usman geben, und dann werden wir öffnen für Fragen. Ich grüße alle, die hier sind. Unsere Forderung ist nicht nur das Haus. Notre demande ici pour accorder le gouvernement de l'accorder pour demander pour l'entendre de protester par un an pour un an. Also, unsere Forderungen müssen aufgeführt werden. Pour stopper le portail, doublich. Ja, die Residenzpflicht und Abschiebung. Alle Forderungen sollen erfüllt werden. Abschließung der Lagers. Seit einem Jahr jetzt sind wir hier und reden und fragen nach diesen Rechten, aber es gibt keine Antwort bis heute. Wie können diese Regierung diesen Ort schließen, ohne die Lösung, ohne diese Forderungen aufzulösen? So, wir sind da, um diese Forderungen, unsere Rechte zurückzubekommen. Dann können wir auch einen Platz verlassen. Denn unsere Forderungen sind schon klar, meine Freunde haben schon das schon erwähnt. An der Zeit, wo wir das bekommen würden, verlassen wir auch einen Platz ab sofort. Wenn Sie diese Forderungen nicht erfüllen, dann sind wir immer noch hier. Dann, wenn Sie das, unsere Rechte zurückgeben, dann verlassen wir hier. Shortly in English, our demands are not only the house. Our demands have to be fulfilled, and it's about Residenzpflicht,
to abolish. It's about the deportation to stop all, and it's about the Lager system to abolish it. And we are here since more than 1 year, and we demand for our rights, but we didn't get an answer. And how the government can evict this without answer our demands. So if the demands are met, we're gonna leave this place. But if the demands not met, so we can't leave this place. Yes! For you, please, the floor stay. Is open. You yeah, can ask, stay. You can add on. Questions. Okay, vielen Dank. Jetzt ist es an euch, Fragen zu stellen. But shortly. Schreiben RBB Inforadio. Ich möchte noch mal über Zahlen und über die gestrige Umquartierung sprechen. 80 Bewohner haben gestern eine neue Bleibe gekriegt. Wie viele ehemalige Bewohner hier vom Oranienplatz haben gestern keine neue Wohnung bekommen und mussten also wieder hier zurückbleiben? Über welche Zahl sprechen wir? Wie viele sind gestern in Wedding nicht untergebracht worden? The question is that I want to know how many people did not get the place in the house? How many people had to return from Wedding back to here? Who not fit in the house, like a number. How many are still yesterday? And how many people still have no accommodation? Yesterday, when they cut the number, they take the everyone advice. They write our day with the advice. When they reach the 80 people, they close the door. The people outside, a lot of, at least, we have almost 70 people, still, not they have no place to sleep. The people only 80. I say no, enough is enough. We can't take it. Because we are all brothers. We are all the same thing. Why do you want to put me in and put the others? What is their own offense? We are all the same thing. If you want to give everybody must come in. Yesterday, almost 70 people outside. And still, some people are still in the camp, while some people are there fighting. Okay, gestern, als wir zum Haus gegangen sind, mussten alle, die reingegangen sind, ihren Ausweis abgeben und wurden aufgeschrieben. Und als 80 Leute drin waren, wurde die Tür geschlossen und gesagt, es gibt keine Schlafplätze mehr. Ich habe gesagt, genug ist genug. Es waren ca. 70 Leute noch da draußen. Und auch hier im Camp sind einige geblieben und sind gar nicht erst zum Haus. 70 Leute, die vorher hier gewohnt hatten die letzte Zeit? Yeah, only there. The 70 people were people who lived before here in the camp. Well, all of us, we are from anybody get documents. And we don't forget about anybody live here. As one, they have the documents. They have rights. Even somebody speak, as you people say, the Lord of Europe, that any human being have right to live. Others. Darf ich nochmal nachfragen? Wer hat sich denn jetzt verrechnet? Haben wir vorher 150 Menschen? All of us from here, we are the fighters, all of us from here. Even the people, they are not here, they are from the school. Let me tell you, as one, you have this, your people give to us. It's part of Europe. We have everybody with this, have right to be in the house. It's Europeans. Come and destroy their homes. And it's their life. As one, we are here. We accept to be in our room, as every one of you. It's our rights. Passport also. Okay. Even people without human being, we are not born to be in outside. Animal. Ich fange von hinten an. Wir sind Menschen. Wir sind nicht geboren worden, um draußen zu leben. Und wir haben das Recht auf unser Zimmer, genauso wie alle hier. Und natürlich sind alle Leute, die da waren, von hier. Alle Leute, die da waren, haben diese Dokumente, das Recht, sich in Europa zu bewegen. Und deswegen haben wir alle dieses Zimmer verdient. Another question. I would like to see hands, maybe two, three. We would like to have three questions, then we answer. Any answer, please? Question. Alinka Bloggerin. Ich würde gern wissen, nach einem Jahr
wo keine der Forderungen erfüllt wurde, bis auf Hessen, wo die Residenzpflicht abgeschafft wurde. Das war ein großer Erfolg. Ob es in der Strategie und Herangehensweise jetzt andere Schritte gibt oder so weitergemacht werden soll wie bisher, weil bislang war der Kampf erfolglos geblieben. Ob man die Erfolglosigkeit weiterführen wird. Ja. Ich danke die Charmelwald hier. Meine Frage ging nochmal, es gab doch hier eine Frau, die als Parteilose für die Grünen im Bezirk sitzt, also der BVV, die so eine Art, also die hier solidarisch auch war oder noch ist, da wollte ich fragen, wie steht die jetzt dazu, weil die ist ja jetzt, ich wissen, die Fronten, da du hast geraten, die hat ja hier auch gelebt, ich glaube Gärtner heißt die, und die hatte ja jetzt noch am Samstag in der Taz, war da ja so ein ziemlich so ein Artikel, der den Tenor hatte, das ist ganz schlimm her, die Leute, die können hier nicht mehr leben, die haben Hunger, da ist kalt, die würden alles tun, um, so war das mal ein Interview, um hier rauszukommen. War dieses Interview eigenmächtig? Also jetzt von der Frau, oder war das abgesprochen? Und wie ist jetzt die Rolle? Oder vielleicht ist die Frau, also jetzt auch da und kann selber was sagen, weil die war ja jetzt keine Parlamentarierin, sondern die hat ja hier direkt gewohnt, wenn es das ist. Das ist dann die Frage jetzt. Ja, das ist genau die Frage, wie jetzt das Verhältnis zu der Frau ist, ob die noch weiter hier wohnt oder ob die hier auch was sagen kann. Okay, I translate the two questions. First, Alinka, die ist Blogger. There is a protest since more than 1 year, and beside the abolition of the Residenzpflicht in Hessen, the protest is not so successful, the demands are not met. So what is strategies? Is there new strategies to be more successful in future? Or it will continue the same? Second question, journalist from Jungle World newspaper. I want to know about a woman I have heard who was in solidarity with the protest here. He worked for the district parliament. I think her name is Gärtner. And before some days she wrote in Taz, in the newspaper, that all people are very happy to flee from this place. And I want to ask if it was on her own initiative or if it was represented by the camp. And what is now the relation, the continuity with her? Oh. Turgay wants to answer the first question, the second question about this. Okay? Turgay will answer the first question. Turgay wird die erste Frage beantworten, dann wird es weitergehen. Lokal yasa değişiklikleri bizim için yeterli değil, çünkü biz sadece 100 kişi, 200 kişiden ibaret değiliz. Almanya'da yüz binlerce mülteci var. Die lokalen Veränderungen sind uns egal. Wir sind nicht nur 100 Menschen, wir sind Hunderttausende von Menschen in Deutschland, denen es genauso geht. Ve biz bütün mülteciler için taleplerimiz var. Şimdi bu mücadeleyi biz uluslararası düzeye yayıyoruz. Wir kämpfen nicht für Individuen, wir kämpfen für alle Geflüchteten international. En yakın çarşamba günü tutuklanan arkadaşımız için eylem yapacağız Avrupa çapında. Das ist auch der Grund, warum wir am Mittwoch um 10 Uhr vor der bayerischen Repräsentation in Berlin eine Demonstration für die unmittelbare Befreiung von El Mutena machen werden. 18 Aralık Dünya Mülteciler Günü'nde yine Avrupa çapında eylemler yapacağız. Wir werden auch am 18. Dezember am internationalen Tag der Migrantinnen und Geflüchteten europaweite Aktionen machen. İnternasyonel eylem için toplantılarımız sürekli devam ediyor. Dünyanın değişik yerlerinde, Roma'da, Brüksel'de, Freiburg'da devam edecek. Für die kommenden internationalen Aktionen, die wir planen fürs nächste Jahr, machen wir jetzt schon internationale Geflüchteten-Treffen. Zuletzt in Brüssel und in Rom waren wir zusammen und haben Aktionen geplant. Ve Avrupa seçimlerine karşı bütün Avrupa çapından paralel büyük bir yürüyüş hazırlıyoruz şu anda. Für die Wahl in Europa planen wir zurzeit einen internationalen, europaweiten, parallelen Sternmarsch nach Brüssel.
Ve biz mülteciler kendi sözlerini kendileri söylüyor. Mülteciler adına kimse politika yapmasın. Biz de politika yapabiliriz. Und wir sagen, niemand sollte im Namen von Geflüchteten Politik machen, denn wir sind selbst organisiert, wir sind unabhängig und wir können das selbst. Herr Gazeteciler. Let me finish the question. We want to finish. Yeah. I make the translation. Translation, please. Yeah. The answer to the first question. The local level now here is not so important for us. We are not 100. We are more than 100,000 in Germany refugees. And we fight not for individuals. We fight for all. Therefore, also, we have this demonstration on Wednesday to free El Mutana, who got arrested by organizing the Europe-wide protest. So Wednesday in front of Bavarian representation in Berlin. And also, on the 18th of December, there will be Global Action Day against racism and for the rights of migrants, refugees, and displaced persons. There will be international Europe-wide actions. And we will continue the Europe-wide connection and meetings. And we prepare there a march to Brussels from different countries for the next year and before the European elections. And I want to conclude to say nobody should make politics in the name of refugees. It's the refugees themselves who make the politics in the name of refugees. Yeah. And we have to close very fast. Also, a lot of police is here. So, latestly at 3:30, we will close. Yeah, also, let me answer two questions. Schnell zu Ende. Um 3:30 wird es beendet. Auch ganz viel Polizei steht hier. Wir wissen nicht. Abotada, hello. Abotada, you are talking. I think they try to stop them to say the truth. Maybe the government are against them. They are all afraid. They change their system of supporting. Now, she's not as before. Before, she's a woman to speak the right thing. But now, she changed. At least 1 month, 2 months now, she changed of case. She's now among the game, even the mayor. I don't know, maybe they get pressure from the up. They are really, really, they are not on the straight right place to speak. All what they speak now, they speak like this. Maybe, I don't know, because they are German. Maybe they have some threatening on their back. They are not speaking normal before. Now, Tada, they are all supporting the camp, that they want this camp to be for life. Even the mayor say it clear. But now, Tada, they are planning to destroy the camp. They are among the people because of the pressure of. I don't know what she's. Even we refugees, we don't clear. We don't know who said she are now. Taina has nothing to do with that. No, no, yeah, she's afraid. Because Taina before, she said the right thing. Now, Taina, if you ask some sort of question now, maybe to say the question is not like before. She's with us in our tent. She's sleeping in our tent for long. But now, Taina, she's not safe for us. There is something behind all this, which is they are not clear to us. There is some pressure on them. There is something because Tana, when she tell you this, is what we see before. But now Tana, she's not. She, if you ask her some question, now she will not answer you, because she know what is going on. Even yesterday we were in the house, I tried to know. She's always back, but before she's front. You see Tana, she's always back now. She's not like before. There is something behind. There is really, really something behind this, which is not clear to all we refugees. Because Tana said the house is for everybody. But when now Tana is telling you the house is for 80 people, she told everybody have right to go to the house. She speak to me, she talked to the refugee. But Tana telling me yesterday, there is some people must be out. You see, there is something. No, I'm telling you the truth. Tana have something behind her, and which is not clear to we refugee. If she's, I will talk to anybody, there is something. Maybe she's German, they are threatening her. For what she's doing, really. Okay. Okay, Übersetzung ganz knapp.
zu der Frage zu Taina. Vielleicht hat sie die Seiten gewechselt. Wir wissen es nicht so genau. Vielleicht wird sie bedroht. Vielleicht, weil sie Deutsche ist. Vielleicht, dann muss irgendwas dahinter sein, dass sie jetzt auf einmal auch anders mit uns redet. Vorher hat sie im Zelt geschlafen und auch die Forderungen unterstützt, wie auch die Bürgermeisterin unsere Forderungen unterstützt. Und das hat sich geändert und sie steht noch nicht mehr hier mit uns im Zelt. Und sie antwortet uns nicht richtig, wenn wir sie fragen. Und deswegen muss irgendwas dahinter sein. Am Anfang hat sie auch die Meinung vertreten, das Haus muss für alle sein. Gestern hat sie gesagt, es ist nur für 80 und die anderen müssen gehen. Also irgendwas muss dahinter sein. Hallo, new updates. The police is here because of the demonstration. It's officially now registered and we shall start exactly 3:30. We go directly from here to Harmon. To Monika's office. Ich möchte jetzt noch mal einen kurzen Update geben. Die Polizei ist hier wegen der Demonstration, die wir auch angemeldet haben. Und um 3:30 werden wir direkt von hier zu dem Platz von Monika Herrmann zu ihrem Büro gehen. We will welcome two questions. Die erste Frage war nicht gut beantwortet. Die erste Frage von der Visapflicht ist nicht nur ein Jahr, haben wir diese Visapflicht gekämpft, sondern 21 Jahre. 21 Jahre haben wir diese Residenzpflicht gekämpft, bis jetzt haben wir keine Antwort. Nicht nur ein Jahr, aber 21 Jahre, muss klar sein. The first question was not answered completely. It's not one year that we fight against Residenzpflicht. It's 21 years that we fight against this Residenzpflicht law, and they didn't answer our demands. And it has to be clear that it's 21 years. Do you have a question or I have one question. Okay, that's. Do you accept that the house that is offered only for 80 people? That there are now a lot of people in the house that did not live in Oranienplatz before. Do you accept this? And that the people that live in Oranienplatz now have still no place at all. Do you accept this or how do you deal with this? Ja, es gibt eine Frage. Ich übersetze kurz. Ja, excuse me, let me translate. Das ist schon. Es gibt noch eine Frage. Ich vergesse. Ich muss auch übersetzen. Ja. Okay. Übersetzung. Da ist eine Frage, eine weitere Frage. Akzeptiert ihr, dass Leute im Haus sind, die nicht vorher auf dem Oranienplatz gelebt haben? Und wie geht ihr damit um, dass jetzt Leute vom Oranienplatz keinen Platz haben, aber Leute, die nicht vorher hier gelebt haben, im Haus sind? Answer is what I told you, that they told us, the mayor told us the house is for everybody. As one, you are a woman being. So the mayor's lying to you? Yeah, when they say, what they say the word, and the Tana and others group told us that this house is for everybody. And everybody means anybody can come in as one, but they need 80 people. Everybody, yeah, that's what it is. And I have another question. Okay, but one question. Uns wurde gesagt, sowohl von Taina als auch von der Bürgermeisterin, dass das Haus für alle ist. Und das wurde sozusagen gestern einfach geändert. My question is, before I know that the Senat lied to you and told you, we have a house, yeah? And this, after this, this house was not existing anymore, yeah? And then they came to offer this place, which is only for 80 people, yeah? And now, so this was a complete lie, and now they put a lot of pressure. You have had to hurry to go there, and nothing was clear with what happened to Oranienplatz. So here, my question is how you... They said the mayor went here. The mayor went here. Complete. Complete? Now, your question is what? My what question about is, how is to deal with that situation that they first said, yeah, there is a house for everyone, and now they just offer, under pressure, this house, but it's only for 80 people and not for everybody.
How do you deal with this? How do we do translation? Ganz kurz die Übersetzung. Der Senat, also die Frage wird übersetzt jetzt. Der Senat hat gelogen, indem er erst gesagt hat, es gibt ein Haus für alle. Und dann gab es dieses Haus gar nicht mehr. Und ganz spontan wurde das Haus für 80 Leute zur Verfügung gestellt. Aber nicht für alle. Und meine Frage ist, wie wird damit genau umgegangen, dass es jetzt nicht für alle dieses Haus gibt? We deal with this with Arena Plus. As to what we are still in Arena Plus, we still continue our demanding. We get the 80 people who sleep there. It's one of our people, it's refugee. We still ask for another one, demanding till our demand answered. We are still here for yeah. Yeah. We are 1,000 people in Germany. Yeah. So the house cannot take all. And the house is not for demand because we can even occupy the places. We know already there are empty places. So the solution that you say, how can we deal with this, is by giving us the 5 demands we need. And then that will be the solution for them. Kurz die Übersetzung erst von Bashir. Der O-Platz wird hier weiter der Ausgangspunkt sein und hier wird unsere Einheit sein, um weiter von hier unsere Forderungen zu stellen und unsere Forderungen auch nach Haus und Unterkunft weiter zu wiederholen, bis wir das haben für alle. Und der Napoli hat noch ergänzt, dass es nicht nur um uns geht, sondern um tausende Geflüchtete in Deutschland. Und wir wissen auch, dass es leere Häuser gibt, die wir auch uns nehmen können. Und die einzige Lösung für unsere Probleme ist, dass unsere Forderungen anerkannt werden. Sonst gibt es keine Lösung. And also, you said, what are we gonna do? This is our first strategy. That's why you are here. To call the press conference, we wanted to make it clear. To let the mayor know that this is our battle place for our political struggle. To let the Senate mayor know that this is our battle field for our political demand. To let the entire public know that Orleanian Platz is our battle field for our political demands. We are not going anywhere. That's why right now we are going to her office with a demonstration. Second, as my sister said, we are thousands and thousands of refugees living in Germany. Here is our center of resistance, our home. Yeah. We want more houses. This is our house. The school is our house. We're gonna occupy another house for another thousand of refugees. Again, we take another home for another refugees. This is our center. And we bring back the kitchen once again. Remain. Yeah. Okay. The kitchen. We have to bring it back so we can meet again. So please, each and everyone, be alert. Anytime we call you, anytime we send you SMS, anytime you hear the whistle, anytime you hear sweet voices shouting, calling you, please come. Yes. Yeah. This morning they tried to tempt to fight us. They wanted to take the electricity away. Yes. We resisted, we said no. Give us our demands, then you take electricity. Give us our demands, you take away your tents. But before that, we are here and we are ready to resist all kind of provocation. We are here. We are here. We are here. Right. Yeah. Freedom of movement. Everybody is here. Yes, sir. We are here. From today forevermore. Yes. Okay, ganz kurz. Wir müssen wirklich zum Ende kommen, aber die Übersetzung. Ich wollte von Patrick.
noch hinzufügen zu der Frage, was machen wir jetzt? Unser erster Schritt, hier diese Pressekonferenz einzuberufen, um klar zu sagen, dass dieser Platz unser Kampfplatz ist, dieser Platz der Platz ist, von dem unser Protest ausgeht, unser Zentrum für die Proteste und für die Proteste auch von Tausenden von Geflüchteten, nicht nur von den Leuten, die hier sind. Und immer, wenn ihr unsere Pfeife hört, wenn ihr unsere Rufe auf der Straße hört, dann bitten wir euch zu kommen und uns zu unterstützen. Und ja. And I want to tell you, Taina, she was not here to support. She was here because of the tactics of the colonialists, imperialists, divide and rule. That's why she was here, to look which side is weak, which side is strong. That's why after she found out that the Lampedusa side is weak, the much emphasis is on the house. That's why they said, we give you the house and you leave Oplas. That's all came out from the Greens. And that's why we are going to their office. Now. Ich möchte noch anfügen, Taina war hier nicht, um den Protest zu unterstützen, sondern um in kolonialistischer Manier rauszufinden, welche Seite schwach ist. Und das hat sie getan. Und antikolonialistisch. Nein. Can you translate it clear? Yeah. She was here on behalf of the colonialists. Yes. Their strategy of divide and rule. That's why they left us divided. Sie war hier fighting each other. Im Sinne kolonialer Strategien von Teile und Herrsche. Und sie hat sich sozusagen die Lampedusa-Gruppe rausgepickt mit der Forderung nach dem Haus, um uns zu spalten. Und das ist sozusagen die Strategie gewesen, auch die Strategie der Grünen, die so ausgeführt wurde. That's why we have called the press conference to make it clear to everyone and to all the conservative politicians that we are no longer tolerating all kind of lies. We are not here for fun. They must take us serious. They were feeding their own egos. Yes. You know? So, and that's what it was about, not to help. So, we're not gonna leave until they've met the demands. And if they're not gonna meet the demands quickly, it's not time that we start building structures that we can eat and defend and lock on and fucking dig in here as hard as we can. Yeah, thank you. No border, no nations. Thank you, no nations. We close now, we prepare for the demonstration. We'll start 3:30. Thank you. Long live. Thank you for coming. All the supporters. We appreciate it. My